Einen wunderschönen guten Tag hier aus St. Blasien. Und ja, es war ein traumhafter Ort heute, in dem ich war. Es war wie in Hogwarts bei Harry Potter. Und mein Gast heute, Pater Klaus Mertes, ich grüße Sie. Guten Tag. Sind Sie so eine Art Dumbledore hier? Ja, ich glaube, der ist doch der Chef von Hogwarts, ja? Ja, das bin ich, ja. Irre, also St. Blasien ist ja auch ein Kolleg. Ja. Und das leiten Sie. Ja, genau. Ja. Erzählen Sie doch mal ein bisschen zu diesem Kolleg. Na gut, das sind hier 300 Schüler, die hier leben. Und da bin ich eben zuständig für das, was die zwischen 16 Uhr nachmittags und 8 Uhr morgens machen. Ganz spannend. Und dann gibt es noch 500 Schüler, die hier aus den umliegenden Kleinstädten und Dörfern kommen. Also 800 insgesamt. Und ich unterrichte. Hier gibt es Sport, hier gibt es eine wunderbare Turnhalle, wir haben einen ganz tollen Dom da vorne, da feiern wir Gottesdienste an Sonntagen und kann man herrlich wandern, im Winter Skifahren. Das ist ein Leben hier eben mitten im Kolleg. So ein Kolleg ist eine ganze Welt, so ähnlich eben wie Harry Potter. Wir sind ja mitten im Schwarzwald. Ja. Und Sie kommen, Sie sind erst kürzlich so wahrgenommen, aus Berlin gekommen. Ja, richtig. Wie ist der Unterschied so zwischen der Großstadt, wo Sie wirklich auch oft in Diskussionen im Zentrum stehen und jetzt so im Schwarzwald? Also der Unterschied ist so groß, dass man, dass ich jedenfalls in Berlin eigentlich gar nicht mehr nachtrauere, sondern dass die einzige Möglichkeit, diesen Unterschied hinzukriegen, ist eben der, wirklich Berlin zu verlassen und in wirklich was ganz Neues hineinzugehen. Es ist natürlich viel ruhiger hier. Ich gehe abends auf den Berg spazieren, dann sehe ich einen wunderbaren Sternenhimmel. Und dann kann ich stundenlang unter dem Sternenhimmel spazieren gehen. Das mache ich gerne, so etwas. Oder man geht über die Straße und nach einem Jahr kennt man die Leute und man grüßt sich gegenseitig. Auch ein ganz völlig anderes Lebensgefühl. Es ist eine katholische Gegend hier, das merkt man auch ganz deutlich. Berlin ist eine säkularisierte Stadt. Also der Kollegsdirektor, der ich bin, hat hier nochmal ein ganz anderes Ansehen. Und das sind ganz andere Prägungen eben als Berlin. Pater Mertes, also Pater, ja. Die sind Jesuiten. Mhm. Für mich nochmal, was sind Jesuiten? Ja, Jesuiten sind katholische Priester, die zusammenleben, vereinfacht gesagt. Also ein Orden, der im 16. Jahrhundert gegründet worden ist. Und wir sind 20.000 weltweit und davon gibt es 500 in Deutschland. Und wir machen Schulen, Universitäten, aber sind auch im sozialen Bereich tätig, Flüchtlingsdienst, Beratung, Therapie, Angebote, alles Mögliche wird von uns eben gemacht. Für einen Katholiken sind Sie ja ziemlich aufklärerisch unterwegs. Darf ich das so sagen? Dürfen Sie gerne, ja. Es kommt immer darauf an, was man unter Aufklärung versteht. Ja. Zumindest sind nicht all Ihre katholischen Freunde so begeistert gewesen in den letzten Jahren aufgrund Ihrer Taten. Ja. Sind Sie so ein Störenfried? Nicht von meiner Intention her, sondern ich bin in Situationen hineingekommen, auf die ich reagieren musste. Und dann muss man sich dann entscheiden, bleibe ich tatenlos, damit ich nicht zum Störenfried werde, oder tue ich etwas mit dem Risiko, dass ich als Störenfried erlebt werde. Und da habe ich für das Zweite entschieden. Das waren diese Missbrauchsgeschichten. Und wenn ich dann eben von drei Männern, die mich Anfang Januar 2010 besucht haben, höre, dass es vor 20, 30 Jahren in meiner Schule eben zwei Patres gegeben hat und die mindestens 100 Opfer sexuell missbraucht haben, das zerreißt dann auch ihren Vorstellungshorizont. Konnte ich mir bis dahin nicht vorstellen, dass ein Mensch oder ein Lehrer, ein Pater systematisch eben Schüler in Fallen führt, um sie sexuell zu missbrauchen. Und wir reden hier nicht über Ohrfeigen oder sowas, sondern wirklich über Verbrechen, schlimme Sachen. Und dann ist es völlig klar für mich, das kann ich jetzt nicht einfach so wissen und dann stehen lassen, sondern dann habe ich mich dann eben entschieden, alle Adressen, die ich hatte, von den potenziell betroffenen Jahrgängen anzuschreiben, um zu signalisieren, hört mal, Leute, da ist was Schlimmes passiert und ich bin ansprechbar. Also bevor das ist ja alles, was ich gemacht habe. Ja. Bevor wir auf dieses Thema eingehen, ich meine, ich habe gesehen, das sind ja fantastische Räume, da gibt es auch tolle Teppiche, unter die man alles kehren könnte. Ja. Also könnte jemand anders machen. Woher kommt der Antrieb bei Ihnen, das so wirklich zum sehr großen Thema zu machen? Es war ja bundesweit auch politisch ein Thema. Ja, also erst einmal, als ich es gemacht habe, habe ich ja gar nicht geahnt, dass es so ein riesiges Thema werden würde. Und trotzdem habe ich natürlich das nicht bereut. Das ist so ähnlich wie Sie drücken einen Schneeball und plötzlich merken sie, das wird eine Lawine und die reißt sie mit. Also
ich wusste das nicht, dass es so ein Riesenthema werden würde. Das ist flächendeckend, also bis hin zum Vatikan oder jetzt BBC oder wo das eben, also die ganzen Missbrauchssachen jetzt plötzlich auftauchen kommen. Und woher kommt das? Für mich ist das, ich kann das vielleicht von der Vorgeschichte her sagen, also ich bin immer wieder in Situationen hineingekommen, in denen ich in Konflikte reinsteigen musste. Also ich war zum Beispiel in der Asylarbeit tätig und da also als Härtefallkommission im Senat und da kommen eben ausländische Familien, die abgeschoben werden müssen und dann erzählen die mir ihre Geschichte und ich entscheide mich, ihnen die Geschichte zu glauben und dann gehe ich in den Konflikt, um denen für einen Aufenthalt zu helfen und das, weil sie es vor ihrem Gewissen nicht anders verantworten können und dann gibt es natürlich Ärger, völlig klar. Da und die, und, oder, bei den Missbrauchsfällen ja. Gibt es Ärger, bei den Asylanten gibt es Ärger, ja. Dann machen sie interreligiöse Arbeit und es gibt auch wieder Ärger. Ja, klar. Warum das alles? Ja, weil es nicht nur Ärger gibt, sondern weil es ist ja die Außenseite. Die Außenseite nimmt den Ärger wahr, aber es ist ja was Wunderschönes. Also es ist ja was ganz Herrliches, jetzt zum Beispiel in dieser ganzen Missbrauchsgeschichte zu erleben, dass Leute, die 20, 30 Jahre lang nicht getraut haben, sich zu sprechen, und zwar deswegen, weil das Sprechen verboten war, jetzt endlich sprechen. Sie sehen einfach Befreiungsprozesse. Das ist was Wunderschönes. Also es ist eine große Freude. Den Ärger gibt es auch, aber man darf die Freude nicht aus dem Blick gewinnen. Oder es ist eine unglaubliche Freude, wenn Sie einer Familie, so einer türkisch-kurdischen Familie wie seinerzeit vor 5 Jahren, in einen Aufenthalt ermöglichen, wo 6 Mädchen zwangsverheiratet worden wären, da irgendwo in Anatolien. Wenn sie das mit ermöglicht haben, dass sie bleiben können, dann werden sie von denen eingeladen und dann plötzlich haben sie Freunde in einem Milieu, das sie bisher gar nicht kannten und lernen plötzlich eine andere Kultur kennen. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Im interreligiösen Bereich führt Begegnung eben zu Freundschaft und das ist eine beglückende Erfahrung. Also ich finde, den Ärger gibt es natürlich, aber man darf sich nicht auf den Ärger konzentrieren. Ich fühle mich auch gar nicht als Opfer. Das ist ganz klar zu sagen. Ich werde da manchmal als Opfer gesehen, aber ich fühle mich nicht so, sondern für mich ist das letztlich eine große Freude, sehen zu dürfen, dass man mit dem ganz kleinen Beitrag, den man geleistet hat, plötzlich so viel ermöglichen kann. Sehen Sie da auch noch irgendwelche Verbindungen? Sie sagen, da kommt so eine türkisch-kurdische Familie aus Anatolien und dann sind Sie hier in St. Blasien. St. Blasio ist auch irgendwie ein Türke, oder? Ja, kann man das so sagen? Ja, der war ein Türke, ja, glaube ich, ja. Ja, der, ja, richtig, ja, Märtyrer aus dem 4. Jahrhundert, ja. Ja, ja, es ist, ja. Ist glaube ich, ein Kommen und Gehen immer, oder? In der Geschichte. Ja, klar, ja, genau. Ja. ja. Wenn Sie mit sehr vielen Opfern zu tun haben, die tragen ja etwas mit seit Jahrzehnten, begegnet Ihnen dann auch als Person, der für eine Institution steht, sowas wie Aversion oder gerade Hass? Ja, es gibt auch die Hassgefühle auf der Opferseite gegenüber der Institution Kirche. Das zwar deswegen, weil eben zum Beispiel jetzt an der Schule Schüler eben missbraucht worden sind, dann haben sie sich an die entsprechenden Instanzen versucht zu wenden und sind dann ruhig gestellt worden. Also dieses Zudecken und dieses Vertuschen und dann Versetzen, das ist ja ein Teil des Missbrauchs. Und das führt in der Aufarbeitung natürlich zu Hassgefühlen gegenüber auch gegenüber der Institution, weil die ja eine Mitschuld am Missbrauch trägt. Und nun ist ja meine Position immer die, dass ich sage, ich vertrete die Institution gegenüber den Opfern. Ich bin sozusagen nicht der Robin Hood der Opfer, sondern die Opfer brauchen jemanden, auf den sie verantwortlich machen können für das Versagen der Institution. Und das ist eine der schlimmen Erfahrungen, die Opfer machen, dass alle immer solidarisch sein wollen mit den Opfern, aber niemand solidarisch ist mit der Institution, um dieses Gegenüber zu repräsentieren. Und das ist das, wozu ich mich entschieden habe. Ich repräsentiere dieses Gegenüber. Ich würde niemals beanspruchen, für ein Opfer zu sprechen. Ich bin auch nicht der Anwalt der Opfer, sondern ich bin derjenige, der es ihnen ermöglicht, zu sagen, was sie an der Institution schlimm finden und der dann Verantwortung dafür übernimmt und sagt, ihr seid mit eurer Wut über die Kirche bei mir an der richtigen Adresse, denn ich repräsentiere sie. Und das führt natürlich dann dazu, dass ich auch dann selbst Projektionswand natürlich für die Hassgefühle werde. Dass, also es ist ja nicht nur Wut, es ist Zorn, Hass. Also ja. Bisher, wie geht man mit Hass um? Also ich habe viel Hass erlebt von allen möglichen Seiten, auch von rechtskatholischer Seite. Und für mich ist das Allerwichtigste beim Hass, wenn ich Hass begegne, dass ich mich von Hass nicht anstecken lasse. Also dass ich die Verletzung... Hat Hass was Infektiöses? Ja,
Ja, ich glaube, dass der Hass und Gewalt eng zusammenhängen und Gewalt entsteht dadurch, dass sie ansteckt. Und das geschieht ganz tief unten, sozusagen im Maschinenraum der Gesellschaft, dass die Hassgefühle, die ich habe, die mit Wunden zu tun haben, die ich empfangen habe, zu Hass führen. Die Hass führt wieder zu Gewalt und dann sozusagen geht der Hass sozusagen weiter. Und jetzt ist der Punkt, wo kann der Hass unterbrochen werden? Und er kann meines Erachtens nur unterbrochen werden dadurch, dass ich mich dem Hass stelle, ohne mich von ihm anstecken zu lassen. Das ist das, was in der Bergpredigt, also im Evangelium steht, mit dem gesagt ist mit dem Satz, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Das bedeutet also präsent bleiben. Also sagen, ja, ich höre den Hass, ich verstehe auch, ich akzeptiere ihn, aber ich lasse mich jetzt davon nicht anstecken. Ich werde dich nicht deswegen hassen, weil du mich hasst. Das ist wahnsinnig anstrengend, aber das ist, glaube ich, der Grundakt letztlich auch der christlichen Religion und die Antwort der christlichen Religion auf das Thema Hass. Da ist so ein Häuschen, da wohnen die Padres hier. Ja. Da sitzen sie. Ja. Was machen sie an so Tagen mit all dem Hass? Wenn sie allein sind. Wenn ich allein bin. Also ich rufe eine gute Freundin an und heule eine Stunde lang. Macht das jemand, der groß eine Schule leitet? Ja, natürlich. Große Verantwortung trägt? Selbstverständlich. Ich brauche Menschen, bei denen ich heulen kann. Also hier habe ich noch keinen, in St. Blasien. Dazu bin ich noch zu kurz. Aber in Berlin gibt es Menschen, das sind nicht viele. Auch, oder ein Freund, bei dem ich heulen kann. Ich habe bei Mitjesütten im Arm gelegen und geheult eine Stunde lang, weil es so weh tut. Oder bei einer Freundin im Arm gelegen und geheult, weil es so weh tut. Das ist also das eine. Sie brauchen, um Hass durchzustehen, Hassobjekt zu sein, brauchen sie einfach gute Freunde. Das ist das Allerwichtigste. Und das Zweite, was mir hilft, das ist ein klarer Kopf. Also denken, das Reflektieren nicht vergessen und immer sich darüber klar werden, dass wie dieser Mechanismus der Übertragung von Gewalt von dem einen auf den anderen funktioniert, um der Falle zu entkommen. Gewalt ist ja listig, auch ein biblisches Bild, also die Schlange ist listig, also die Gewalt ist listig. Die Gewalt will mir ja dauernd einreden, dass ich Opfer bin. Und das muss ich zurückweisen. Ich muss sagen, natürlich bin ich in bestimmten Sinne Opfer, aber ich habe immer noch einmal die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ich bin niemals in der Situation der totalen Ohnmacht. Auch das ist ein großes christliches Thema, weil der Inbegriff der Ohnmacht ist ja der Gekreuzigte. Das ist ja Ohnmacht schlecht, Ohnmacht pur. Aber er ist auf eine Weise gekreuzigt, dass er darin letztlich nochmal Würde behält, Subjekt bleibt. Nicht einfach nur definiert ist durch die Gewalt, die ihm angetan wird. Und das ist der Prozess, über den ich ständig reflektieren muss. Es ist also ein ständiger Reflexionsprozess oder, um es noch stärker auszudrücken, letztlich auch nochmal ein Gebetsprozess. Nehmen wir an, Sie haben jetzt telefoniert und haben geweint, ja. und haben Sie einen Fernseher? Ja, wir haben gemeinsam einen Fernseher. Den machen Sie an und dann kommen die Nachrichten aus Nahost. Ja. Und das ist, da sind ja jetzt ganz viele Opfer. Ja. Ja. Wie gehen Sie dann damit um? Ja, das ist, ich bin eben ganz erschüttert zu sehen, wie die Mechanismen der Gewaltübertragung, die in individuellen Lebensschicksalen geschehen, sich übertragen auf Kollektive. Denn gerade im Nahen Osten, finde ich, wird ja am allerdeutlichsten, wie Opfer, also die Nationen, die Opfererfahrungen haben und diese zum elementaren Bestandteil ihres Selbstverständnisses machen, sich dann eben wieder zur Gewalt legitimiert fühlen. Und wenn sie dann zwei Nationen haben, die sich von der Opfererfahrung her definieren, dann legitimieren sie sich eben gerade durch ihr Opfersein zur Gewalt. Und dann passieren diese Radikalisierungen, die da geschehen. Also ich sehe letztlich die individuellen Prozesse und die bei Missbrauchsgeschichten geschehen, letztlich nochmal im Kollektiven auch dann in den Geschichten von Völkern und Staaten. Können Sie genauso sehen, zum Beispiel die serbische Nation definiert sich über einen Opfermythos. Das sitzt ganz tief. Also in dem Moment, wo ich Opfer bin, darf ich Dinge tun, die ich eigentlich sonst nicht tun dürfte. Das ist die Selbstlegitimation durch das Opfersein. Ganz schwieriges Thema. Wenn so Leute kommen und ich mich mit denen unterhalte, sagen die,
der will diese verkrustete Kirche an allen Seiten aufbrechen. Ja, ja, ja. Was meinen die damit? Also ist das ein Heldenkult, den die da praktizieren? Ja, das ist, ich will nicht die verkrustete Kirche aufbrechen. Das ist ein Quatsch, weil deswegen, die Kirche ist verkrustet, das ist keine Frage. Da gibt es viele Verkrustungen, aber ich komme ja aus dieser verkrusteten Kirche und ich liebe ja diese verkrustete Kirche mit all ihren Verkrustungen und ich bin nicht der Aufklärer, um es anders zu sagen, sondern ich komme in Situationen... Sie sagen auch nicht Aufklärer, sondern Aufbrecher. Ja, ich bin auch... Ja, ich würde sagen, also darf ich religiös sprechen? Ich finde meine Erfahrung ist, Gott bricht auf, nicht ich. So, und ich bin nur ein Instrument, ganz vereinfacht gesagt. Also Beispiel, ich werde eben eingeladen von einer muslimischen Familie zu einem muslimischen Gottesdienst und soll darin predigen. Das ist eine Grenzüberschreitung. Habe ich mir nicht ausgesucht. Für beide Seiten? Für beide Seiten. Die Einladung ist ja schon ein Riesenschritt von der Seite. Wo haben wir denn schon mal einen muslimischen Imam in die Kirche eingeladen, damit er uns über den Koran predigt? Wäre ja auch mal eine tolle Idee. Also der andere bringt mich auf die Idee durch seine Einladung und er schafft mir die Möglichkeit, eine Grenze zu überschreiten. Ich tue das und plötzlich bin ich in einer ganz anderen Welt und lerne sie kennen. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, zwei Jungen klopfen an der Tür meiner Schule und sagen, können wir bei Ihnen lernen? Wir sind zusammen mit meiner Mutter hier illegal in Deutschland. Ist ja auch eine Einladung. So. Wenn in dem Moment, wo ich die Institution dem öffne, damit im Übrigen auch Michael Fenzel straffällig mache, wenn ich mich nicht sofort melde, in dem Moment stehe ich mittendrin in der Welt der Papierlosen, wie ich lieber sage, als Illegale, ja, und teile deren Schicksal, begreife plötzlich, was da geschieht, gewinne Freunde unter diesen Schattenexistenzen, die in diesem Lande eben übersehen werden. Aber das kommt dann nicht von mir. Das ist ja nicht deswegen, weil ich mich mal entschieden habe, Illegale aufzunehmen. Das kommt deswegen, weil Illegale an der Tür geklopft haben. Und das ist die religiöse Haltung bei mir. Ich reagiere. Ich habe nicht einen Plan im Kopf und führe den durch. Der Jesuitenorden ist ja nicht gleich katholische Kirche. Da ist ja erstmal der Orden. Wie ist da mit diesen Brüdern, also ihren Kumpels? Ja. Verstehen die ihre Sorgen? Gehen die das mit? Also ich habe gute Kumpels im Orden, die verstehen das. Ohne die wäre ich schon längst, ich weiß nicht was, aber ich habe ganz tolle Kumpels im Orden und ich habe auch Feinde im Orden. So ist das eben. Und jetzt die nächste Stufe. Haben Sie da Freunde? Also in der katholischen Kirche, im Vatikan? Gibt es da eine Nummer, wo Sie anrufen und weinen können? Also ich würde, wenn, dann würde ich beim Wiener Kardinal Schönborn anrufen und weinen. Der hat mich einfach unglaublich gut unterstützt. Der hat mich eingeladen im Oktober 2010, hat seine ganze Diözese in den Stephansdom hineingekarrt, 1.300, 1.400 Leute und hat dann gesagt, so, ihr müsst jetzt dem Pater Mertes eine Stunde lang zuhören. Und da habe ich dann eine Stunde lang geredet und dann kamen die Leute, haben mir Fragen gestellt und dann hat er mir nochmal erlaubt, eine Stunde lang aus dem Stand heraus zu antworten. Ich habe gesagt, 3 Stunden lang hat er das Publikum für mich zusammengekarrt und er hat gesagt, ihr müsst dem zuhören. Und ach, das fand ich unglaublich. Und also da ist so eine Adresse. Ja. Das ist auch eine interessante Frage. In dem Moment, wo Sie Grenzen überschreiten, finden Sie neue Freunde. Aber es nehmen einige übel. Oh, natürlich, gewaltig. Ja, ich habe die anderen Erfahrungen natürlich auch gemacht. Also, dass eben ein Pfarrer oder eine Akademieleiter lädt mich ein zum Vortrag und ruft dann, räuspert sich dann eine Woche später, ruft ihn an und sagt, der Bischof hat mir verboten, ich muss den Allein zurücknehmen. Gibt's auch. Oder ich bin auf einem Gottesdienst und plötzlich kommt jemand zu mir und guckt mich an, sind Sie der Pater Mertes? Sag ich, ja, dann spuckt er mich an. Ich werde vorgeschlagen für einen Posten und dann stimmen die Bischöfe ab und sagen, nee, den wollen wir nicht. Also ohne Begründung. Diese Erfahrung gibt es auch. Ich glaube aber nicht, dass man konfliktfrei leben kann, wenn man sich wirklich auf das Leben einlässt. Also dieser Harmoniewunsch, dass alles schön, friedlich, Friede, Freude, Eierkuchen sein soll, der führt nicht ins Leben hinein, sondern der führt nur dazu, dass man sich dann eben abschottet und genau diese Grenzen hochzieht zwischen Menschen, die eben die Kommunikation kaputt machen. Sie reden über sich. Wie ist es mit der Institution Kirche? Ist doch dasselbe, oder?
Ja, das ist die Kirche in dem Maße, in dem sie sich eben den Rufen des Lebens öffnet, wird sie natürlich eben genau ihren Auftrag erfüllen. Und in dem Maße, in dem sie es nicht tut, wird sie eben verkrustet, versteinert und wird dann eben dann letztlich sozusagen so ein Relikt, dass man sich so anguckt, wie Touristen nach Lateinamerika gehen, um sich dann irgendwelche tanzenden Indianer anzuschauen. Also die so, wenn, ja. Kirche und Krise. Also mich würde interessieren, was ist mit Kirche und Geld, Kirche und Finanzsystem. Hm. Also das ist ja etwas, wo die Menschen jetzt Fragen haben. Ja, also erstmal, die Kirche steckt jetzt erstmal mit drin. Also es ist ja nicht so, dass es das Finanzsystem gibt und die Kirche, die Kirche steckt ja mit ihren Institutionen und ihren Geldern auch in dem System mit drin. Also im Kern ist es eben ganz einfach das, was im Evangelium der Dienst am Mammon genannt wird. Also die im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist Zinsnahme hat einen ganz schlechten Ruf. Und noch im Mittelalter galten die Berufe, die Geld für Zinsen verleihen, als Ekel- und Barberufe, also ähnlich wie Prostitution im Grunde genommen. Ja. Und da hat sich was in den letzten 400 Jahren in unserem Verhältnis zum Geld verändert. Also in dem Moment, wo die Akkumulation des Geldes eben Selbstzweck ist und dem nicht mehr eine reale Leistung entspricht, dann entstehen eben diese virtuellen Welten, die eben jetzt zusammenbrechen. Und es zeigt sich, virtuelle Welten sind hochgefährlich, weil sie eben am Ende sozusagen wie Raumschiffe gegen die Realität donnern. Und das geschieht. Letztlich ist es eben die, es ist der Dienst am Mammon, der da sichtbar wird und der jetzt scheitert. Ja. Man ist hier in St. Blasien. Gibt es einen Unterschied zwischen den Schülern hier? Also wenn man hier rausguckt, sieht man ja das Kolleg und den Schülern in, sagen wir mal, Berlin. Der ist nicht so groß. Ist nicht so groß. Ich finde, Jugendliche sind im Prinzip überall ziemlich gleich. Also jedenfalls in Deutschland. Also ich habe da jetzt keine großen Unterschiede gemerkt. Es gibt hier einen speziellen Unterschied. Das ist hier internationaler als in Berlin, komischerweise. Okay. Und zwar deswegen, weil wir schon seit vielen Jahren einen Austausch mit zwei Schulen in Shanghai haben, sodass wir also viele chinesische Schüler bei uns haben, die hierher kommen, um Deutsch zu lernen, deutsches Abitur zu machen. Dann haben wir viele lateinamerikanische Familien hier, deutschstämmig. Und wir haben auch, der Jesuitenorden hat nach der Wende 1989-90 auch im Osten Europas viele Schulen gegründet. Und da kommen auch immer wieder Schüler zu uns ins Internat, um Deutsch zu lernen. Also ich habe hier an der Schule mehr als 20 verschiedene Nationen. Wir haben auch muslimische, türkischstämmige Schüler hier. Also es ist ziemlich international. Das ist das eigentlich Neue hier für mich. Interessanterweise im entlegenen Südwesten, im Schwarzwald, eine sehr international zusammengesetzte Internatsschülerschaft. Ich habe noch eine Zuschauerfrage, der hat geschrieben, frag ihn irgendwas wegen dem Zölibat. Ah. Irgendwas. So, jetzt frage ich irgendwas wegen dem Zölibat, ja. Was soll ich dazu sagen? Zölibat. Ich lebe zölibatär. Ja. Wird das so weitergehen? Also jetzt nicht direkt bei Ihnen, sondern überhaupt? Ja, ich denke, ehrlich gesagt, Zölibat ist nicht mein Thema. Also ich glaube, dass die Kirche auf Dauer darüber wird nachdenken müssen. Aber Zölibat ist für mich nicht mein persönliches Thema. Die Zukunft der Kirche hängt für mich nicht an der Zölibatsfrage. Für mich ist die viel interessantere Frage, mit der ich ringen musste, ja die Frage, warum habe ich mich entschieden, enthaltsam zu leben? Und was ist es, was mich darin trägt? Und wie hat mich das jetzt inzwischen 35-jährige zölibatäre Leben geprägt und verändert? Und für mich ist... Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass, zölibatäres Leben irgendwie für die Leute etwas völlig Unverständliches ist. Ich merke, dass ich mich da fast gar nicht mehr verständlich machen kann, sodass ich auf die Frage nach dem Zölibat immer antworte, lass es doch einfach mal ein Geheimnis sein. Es gibt noch mal Geheimnisse. Ich bin aus irgendwelchen Gründen, die ich selbst nicht ganz begreife, in dieser Lebensform sehr glücklich. Ich habe viele Freunde, viele Freundinnen, einige ganz besonders enge, bei denen ich zum Beispiel weinen kann, mit denen ich auch körperlich nah sein kann.
Und die Enthaltsamkeit, die sexuelle Enthaltsamkeit verstehe ich letztlich immer auch als Zeichen dafür, dass ich in den Beziehungen, in denen ich lebe, letztlich nicht eine exklusive Bindung ansteuere. Das heißt, mich nicht binde über ein Treuegelübde an einen bestimmten Menschen. Das ist die Grundentscheidung. Und das verbinde ich mit der Entscheidung, dann auch auf gelebte Sexualität zu verzichten. Ich nenne zum Schluss immer drei Begriffe. Und ich bitte um drei kurze Assoziationen. Erstens Sünde. Und Sünde ist für mich Gewalt. Und Gewalt steckt an. Und das ist genau dasselbe bei Sünde. Sünde im Singular wohlgemerkt. Ja. Gegenteil von Sünde. Versöhnung. Und als drittes Liebe. Liebe ist Einheit, Herzenseinheit zwischen Menschen. Ich danke sehr für dieses Gespräch und ich hoffe, lieber Pater Mertes, wir sehen uns wieder und können uns weiter unterhalten. Ich glaube, das war jetzt ganz gut, jetzt kurz vor Weihnachten. Vielen Dank. Und danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast ist der Kabarettist Matthias Deutschmann. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.